Liebe Mitfeiernde über Livestream, mit uns Schwestern im Kloster Notkaseck verbunden, wir heißen Sie auf das Herzlichste zur Eucharistiefeier willkommen. Wir sollten uns unserer Treue zu Jesus Christus, zu Gott, dem Vater, nicht so sicher sein. Wir brauchen immer wieder diese Gnade, dieser Liebe, dieser Treue beschenkt zu werden durch ihn. Und wir müssen es nähren, indem wir seine Worte hören, indem wir uns am Tisch des Herrn stärken lassen. Wir dürfen heute auf einen kleinen Moment des Abendmahles schauen, auf den Moment, da Jesus zutiefst erschüttert ist, weil da ist Judas, der ihm nachfolgt, sein Jünger, der ihn verraten wird. Und es heißt da, als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus, es war aber Nacht. Ja, es war für ihn wirklich dunkel, alles dunkel. Und da ist Simon Petrus, der verspricht, sein Leben einzusetzen, der für Jesus sterben möchte. Und der Herr sagt ihm die erschütternden Worte, du willst für mich dein Leben hingeben. Amen, Amen, ich sage dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber es kommt ein entscheidender Satz im 14. Kapitel, direkt im Anschluss daran, der erste Vers. Da sagt Jesus weiter, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, auch wenn wir umfallen, auch wenn wir immer wieder versagen, wir sollen an Gott glauben. Wir sollen in unserem Herzen die Angst nicht zulassen. Wir sollen uns immer wieder ihm hinwenden, zuwenden, damit uns die Nacht nicht erfassen kann. Lassen wir uns von diesen Worten zutiefst berühren, seien wir uns bewusst, dass auch wir mit Jesus auf dem Weg sind und dass er nichts lieber möchte, wie uns zu führen, zu begleiten durch unser Leben, uns mit seiner Liebe zu bereichern, sodass wir diese Liebe auch weitergeben können. Eine segensvolle Andacht und einen schönen Tag.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich habe das verschuldet, was du getragen hast. So heißt es im Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. Mit solchen Worten sagt dieses Lied, worum es in der Karwoche geht. Christus leidet für uns, auch meinetwegen. Er trägt unsere Last, er trägt die Last meiner Sünden. So bin ich mitschuldig am Tod Jesu. Aber, und das ist das Lichtvolle in diese düstere Wirklichkeit hinein, sein Tod bedeutet für uns Vergebung und Versöhnung. Neues Leben, Leben in Fülle, ewiges Leben. Wir wollen uns für die heilige Feier bereit machen und um Vergebung bitten, im Glauben und Vertrauen, dass Jesus für uns gelitten hat, zur Vergebung unserer Sünden. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Herr, erbarme dich. Ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Christus, erbarme dich. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft für Nichtiges und Windhauch vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes.
Sei gegrüßt, du unser König, dem Vater gehorsam lässt du dich zum Kreuze führen, wie ein sanftes Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Geiste erschüttert und bezeugte: Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus fragte ihn: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, ich sage dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Mitfeiernde, Jesus steht vor seinem Tod. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß auch, was er von Seiten seiner eigenen Freunde und Jünger erfahren wird. Judas wird ihn verraten,
und Petrus wird ihn dreimal feige verleugnen. Judas und Petrus, was ist eigentlich der Unterschied zwischen beiden, zwischen der Sünde des Petrus und derjenigen des Judas? Gewiss, die Verleugnung des Petrus war weniger vorbedacht und weniger folgenreich als der Verrat des Judas. Judas hat den Verrat gezielt geplant und verabredet. Die Verleugnung von Seiten des Petrus geschah mehr aus Angst und Feigheit. Aber ist der Unterschied wirklich so groß, dass der eine, Judas, zum Inbegriff der Verworfenheit werden musste, während der andere, Petrus, zum Fels der Kirche erklärt worden ist? Der Unterschied zwischen Judas und Petrus liegt gar nicht so sehr in der Art ihrer Sünde, sondern in der Art ihres Umgangs mit Schuld und Sünde. Dabei ist auch noch zu beachten, dass auch die erste Einsicht der beiden die gleiche ist. Beide, sowohl Judas als auch Petrus, sehen ihren Fehler, ihre Sünde ein und beide bereuen ihren Fehler. Von Petrus heißt es, nachdem er zum dritten Mal behauptet hatte, ich kenne diesen Menschen nicht, da krähte ein Hahn und Petrus erinnerte sich an das Wort, was Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und von Judas heißt es, als nun Judas sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Dann ging er weg und erhängte sich. Worin liegt also der Unterschied zwischen Judas und Petrus? Beide sind nicht zu Jesus gestanden, beide haben ihn verraten und verleugnet. Beide haben auch eingesehen, dass dieses Verhalten falsch war. Beide reute ihre Tat, es tat ihnen leid. Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, dass Petrus trotz allem an das geglaubt hat, was Jesus von Gott seinem Vater kundgetan hat, nämlich an die Barmherzigkeit Gottes. Judas aber hatte dieses Bild vom barmherzigen Vater aus den Augen und aus dem Herzen verloren. Für Petrus wird das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes zur Rettung. Judas ist mit seiner Schuld allein geblieben und ist daran verzweifelt. Für Petrus ist also der Glaube an Gott und das Wissen um Gottes Barmherzigkeit zur Rettung des Lebens geworden und hat ihm einen neuen Anfang ermöglicht. Judas, der diesen Glauben verloren hatte, führte seine Schuld und Sünde in die Verzweiflung und in den Tod. Nun, liebe Mitchristen, wenn wir vom heutigen Evangelium aus auf Petrus und auf Judas schauen, auf die Verleugnung Jesu durch Petrus und auf den Verrat Jesu durch Judas,
dann geht es nicht darum, dass wir über die beiden ein Urteil fällen. Als Christen verstehen wir beide nur richtig, wenn wir sie aus den bösen Möglichkeiten des eigenen Herzens heraus verstehen. Die Verleugnung des Glaubens und der Verrat an Gott liegen uns allen sehr nahe. So möchte ich diese Betrachtung schließen mit einem Gebet aus Indien. Verraten wurde mein Jesus nicht nur vor 2000 Jahren. Verraten wurde er nicht nur in Gethsemane. Verraten wurde er nicht nur durch Judas. Mein Herr, viele Male, vorgestern, gestern und heute wurdest du verraten. Auch in meinem Haus wurdest du verraten. Ich bin es, der dich verraten hat. Ich habe dich verraten nicht durch einen Kuss, aber ich habe eine Tat des Glaubens versäumt, ein freundliches Wort unterlassen, einen Gruß für den Bruder an meiner Seite. Verleugnet wurde mein Jesus nicht nur im Hof des hohen priesterlichen Palastes. Verleugnet wurde er nicht nur durch Petrus in seiner Angst. Mein Herr, wie oft habe ich dich verleugnet, mich deiner geschämt. Wie oft nahmen mir Menschen den Mut zum Bekennen. Herr, lass mich bereuen und umkehren, so wie Petrus. Amen. Herr Jesus Christus, am Kreuz erhöht hast du alles an dich gezogen. Wir bitten dich. Für uns und alle Christen, stärke unseren Glauben an deine Barmherzigkeit und lass uns die Möglichkeit der Umkehr nie aus den Augen verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für all jene Menschen, die unter schwerer, nicht bewältigter Schuld leiden, zeige ihnen den Weg zur Versöhnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die armen, hungernden, heimatlosen und unterdrückten Menschen, hilf allen Völkern zu Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle trauernden Menschen, gib ihnen Trost und führe sie zu neuer Zuversicht und Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, führe sie aus dem Dunkel ins Licht, aus dem Tod in ewiges Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, dir sei Ehre, Ruhm und Dank durch Jesus Christus im Heiligen Geist, heute und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Betet, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Sei uns gnädig, Herr unser Gott, und schau auf die Opfergaben deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl. Führe uns einst zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Ja, es ist würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, Ordensleuten und Missionaren und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du unser Friede und unsere Versöhnung, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heiles geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht im Frieden. Wir beten dich an. Herr Jesus Christus, hier und in all deinen Kirchen, in der ganzen Welt, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du